Mount mit den gleichen Werten. Und mit einem Hammer. Die Offiziere schwingen immer noch keine Einhandwaffen, oder? Das weiß ich nicht. Der Soldat, der schwingt seine Einhandwaffe. Der macht damit Kombos. Den Offizier habe ich noch nicht getestet. Komm mit, Offizier. Komm mit, Pferd. Hier war doch als ein. Hier war doch ständig ein Elchkönig, da unten ist er. Mal gucken. Er sticht zu. Und er schlägt von außen nach innen. Nee, macht keine Kombos. Mit dem Hammer macht er Kombos. Ja, ich habe keine Ahnung, warum sich da kein Schwein drüber beschwert. Ich hab mir doch eben die Schleimsuppe geklaut, oder nicht? Ich dachte, ich hätte mir die geklaut. Nicht geklaut? Er macht guten Schaden mit dem Hammer, ja. Das heißt, der wird eine Zweihandwaffe bekommen. Wahrscheinlich die Sternmetallwaffe, die ich eh schon hergestellt habe. Oder die mit Gift behandelt, die ich ja auch hergestellt habe. Für das Thumbnail. Habe ich tatsächlich nicht geklaut gehabt. Das andere sind ja alles Soldaten, die bekommen dann fliegende Pferde. Die bekommen dann den Einhand-Obsidian-Knüppel in die Hand gedrückt, den Patrus uns empfohlen hatte. Und dann passt das schon irgendwie. Hier steht unsere angedeutete Ruine. Mich auf dem AOC-Discord nicht so wirklich zurecht. Die Fragen, die ich mir da gestellt habe, sind einfach verschluckt worden. Hat sich keiner für meine Fragen interessiert. Deshalb
Keine Ahnung. Weiß ich nicht so ganz, wie ich die da drüben einschätzen soll. Auf dem offiziellen Discord. Möglicherweise ist es halt auch einfach nur die Conan Exiles Community, die da wieder so ein bisschen. Ne? Wieder so ein bisschen nicht ganz so geil ist. Da kommt man ja auch relativ einfach runter. Ist ja cool. Ich meine, es waren haufenweise Leute da, ne? Auch Richtung Mod, Community Manager, hast du nicht gesehen, wie die alle heißen? Durchaus Leute mit Ahnung. Haben auch diverse Leute fleißig geschrieben. Und war auch nicht so, dass ich irgendwie eine Konversation oder was unterbrochen habe. Ja, die waren in anderen Channeln durchaus aktiv. Ich stelle meine Frage, keiner reagiert. 5 Minuten später wird an gleicher Stelle eine andere Frage gestellt. 4 Mods gleichzeitig reagieren. Und ich dachte mir, okay. Okay. So kann man Leute auch ignorieren. Habe ich mir dann auch gedacht, bei irgendwelchen inhaltlichen AOC-Fragen stelle ich die auf unserem Discord. Da bekomme ich eine kompetentere Antwort und tagge einfach Burning Phoenix, der da ja auch Ahnung hat, weil er da ja auch im Community-Team mit drin ist. Der hilft mir eher als irgendjemand anderes auf dem offiziellen AOC Discord. Es waren noch so ewig viele Trollviecher unterwegs, oder? Ah ne, die waren da vorne unterwegs. Na gut, komm, gehen wir das Menschenlager aufmischen. Langsam Zeit weiterzuziehen. Ja. Weiß nicht, Conan Exiles ist eigentlich schon lustig. Macht durchaus Spaß. Aber weiß nicht. Na, in diese Richtung sollst du reiten. Manche Ecken der Community sind nicht so geil. Bei dir setzt so langsam der SV-Tor-Effekt ein. Das ist natürlich doof. Dann ist es vielleicht tatsächlich an der Zeit, ein anderes Projekt noch mit aufzuziehen. Und so ein bisschen zweigleisig zu fahren. Serpent invaders!
picked the wrong fight. Ja, scheint Spaß zu haben mit seinem Hammer, ha? Ja, ich bringe definitiv noch weiter Videos. Keine Sorge. Keine Sorge. Ich meine, ich habe hier durch die Streams durchaus Projekte angefangen, ne? Neue Projekte. Projekte, die ich mich sonst nie gefreut, getraut hätte zu bringen auf dem Kanal. Aber die scheinen durchaus gut anzukommen. Hi. Hast du Spaß? Ja, der hat Spaß. Wie sieht die Perch aus? Könnte knapp werden. Okay. Es kam direkt auf mich zu. My set. Did you see that? Er hat Spaß mit seinem Hämmerchen, du. Wie er ihm einfach nur zugeschaut hat. Ah, schön, wie er dem Debuff verreckt ist. Verdient. Stimmt ja, hier in der. Hier lohnt es sich, in die Kisten zu schauen. Wow. Oder es kann sich lohnen, in die Kiste zu schauen. Schön. Möchte noch jemand Stress? Na. Na. No.
Er hat Spaß mit seinem Fleischklopfer. Aus Prinzip. Geh weg mit deiner, mit deinem Zahnstocher. Hier noch irgendwo eine Kiste? Nein? Schade. Mountain Blade ist lustig zum Zugucken, wie ich finde. Der ist ganz schön brutal. Er hat Spaß mit seinem Hammer. Hey! Uncool. Haha. Das war, glaube ich, auf Twitch. Hast du das mal gestreamt? Aber du hast es mir auch mal privat gestreamt, in Anführungszeichen. Da saß ich auf dem Sessel hinter dir. Wenn das auf Twitch war, Sascha, dann wirst du da kein... wirst du da nichts mehr finden. Nach 30 Tagen werden die Videos gelöscht auf Twitch. Da wird es nichts mehr geben. Davon. Wird ganz schön windig hier. Du siehst fancy aus. I will destroy you. Nein. Das war ein Boss, deshalb sieht die so fancy aus. Die gibt Gamaschen und Mist. Ihr habt Pferdehaufen gesammelt. Kann man nicht öffnen, diese Kisten? Oh.
Mensch. Was soll das denn? Welches Level hast du eigentlich inzwischen? 5. Wie sieht die Purge aus? Geht. Oh Mann. Die Synchronsprecher hatten, glaube ich, etwas Spaß beim Sterbesound aufnehmen. So wie sich das anhört. Das Lager sieht durchaus gut aus. Muss man an dieser Stelle nochmal sagen. Ah, cool. Hi. Preisfrage, wo ist mein... Wo ist mein Thrall? Pferd, wo willst du hin? Ah, hi! Bye! Blood of the Serpent. Enemies at the gate. Der levelt nicht so schnell wie der andere. Warum rennst du hier unten lang? Was ist hier unten denn so Besonderes? Welche Gegner, die du unbedingt knüppeln willst, oder? Fühlst du dich hier unten einfach wohl? Hi. Curse you.
als du da drüben bist, habe ich den viermal gekillt. Ja, man muss sich nur beschweren, ha? Huh? Cool. Da gehen wir wieder runter. Gehen wir wieder runter. Ich möchte ehrlich gesagt keine Purge riskieren. Deshalb gehen wir wieder heim. Gehen wir wieder heim. Gehen eventuellerweise in die Wüste zurück. Und stellen ein paar gescheite Waffen her. Nachdem wir den Respawn hier mitgenommen haben. Bei Thrall hat sowieso keine Lust mehr. Er will eh nicht mehr mitmachen. Hi! Überraschung! Da bist du. Hi. Hat geworfen und er ist dabei gestorben. Wunderbar. Muss ich doch hochgehen. Oh, in the name of Set. Cool.